Wir haben jetzt von der Polizei vor einer Stunde ungefähr die Prognose von 4.000 Personen bekommen, die von Hegischolm hierher unterwegs sind. Also ein Teil davon ist schon eingetroffen und das sind die, die Sie hier vor Ort gesehen haben. Der andere Teil ist noch zu Fuß zum Teil unterwegs hierher. Also in den nächsten Stunden haben wir ca. 4.000 Personen jetzt insgesamt, die wir hier erwarten und die weiter zu versorgen und weiter zu transportieren dann durch die Exekutive sind. Hat sich die logistische Situation in den letzten Tagen irgendwie verändert? Die logistische Situation läuft eigentlich auf maximalen Hochtouren. Also es gibt 30, 40 Busse, die ständig fahren und Menschen abtransportieren. Es gibt immer wieder zwischendurch Sonderzüge von der ÖBB nach Bedarf. Also die Logistik tut, was sie kann, würde ich sagen. Und haben Sie beobachtet, dass es einen Unterschied gibt von der Zusammensetzung der Menschen, dass die jetzt woanders herkommen, dass mehr Familien sind? Es sind viel mehr Familien, ja. Also die Zugerichtung ist die sehr gleiche, viele aus Syrien eben, aber es sind viel mehr Familien jetzt, die hierher kommen. Das hat sich seit letztem Wochenende eigentlich gewandelt. Während es vorher sehr männerdominiert war, der Flüchtlingsstrom, sind jetzt viele kleine Kinder, viele schwangere Frauen, viele junge Familien, die den Weg hierher gefunden haben. Ist das eine größere Herausforderung für das Rote Kreuz? Natürlich, ja, weil Sie wissen, kleine Kinder sind anfälliger, haben öfters einmal Erkrankungen. Wir haben Kinderärzte hier vor Ort jetzt seit einer Woche, die wir benötigt haben, die Patienten versorgen, zusätzlich zu den Notfallmedizinern, die wir hier vor Ort haben. Also das ist schon eine große Herausforderung, vor allem die Personenkontinuität hier zu erhalten, dass ständig entsprechend Personal, qualifiziertes Personal vor Ort ist.